Herzlich willkommen beim Perswan Podcast, der Personalpodcast. Hier erhalten Sie aktuelle und wissenswerte Informationen aus der Welt des Personalmanagements. Ich heiße Patrick Reiner und ich freue mich heute auf meinen Interviewgast, Herrn Dr. Michael C. Köhnen von der Köhnen & Friends Gesellschaft für High Performance MBH. Im Folgenden stelle ich Ihnen unseren heutigen Gast kurz vor. Seit Mitte 2003 agiert Herr Dr. Köhnen als Berater sowie Coach und ist geschäftsführender Gesellschafter seines Unternehmens Köhnen & Friends Gesellschaft für High Performance MBH. Die Köhnen & Friends führt seit Jahren erfolgreich individuelle Einzel- und Teamentwicklungsmaßnahmen durch. Bei ihnen gibt es kein Gießkannenprinzip, sondern jedes Coaching und Training wird mit den Kunden detailliert abgestimmt. Auf Basis psychologischer und wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse nutzt das Team Tools sowie ein Coaching, das der Einmaligkeit des Einzelnen und eines Teams nicht nur Rechnung trägt, sondern sein gesamtes Potenzial aufzeigt und nachhaltig nutzbar macht. Somit übernehmen seine Coaches und Herr Dr. Köhnen die Aufgabe, die eigene Persönlichkeit, die Motivatoren, Kompetenzen sowie Potenziale bei den Menschen zu erkennen und diese gezielt weiter in Richtung High Performance auszubauen. Dies geschieht mit dem Personality Profiler und dem daraus abgeleiteten und maßgeschneiderten Business Model U. Herzlich willkommen, Herr Dr. Köhnen, im Perswan Podcast und ich freue mich auf unser Gespräch. Herr Greiner, ich freue mich auch, sage auch einen schönen guten Morgen. Herr Dr. Köhnen, wie können wir uns Ihren Karriereweg vorstellen? Nun, ich möchte jetzt nicht zu nah auf mein Studium und danach auf die einzelnen Steps eingehen. So viel sei verraten, ich war bis 2003 im Vertrieb tätig, habe damals den weltweit größten Software-Reseller in Europa geleitet mit dem Vertrieb über die verschiedenen Länder und habe mich 2003 dann entschlossen, tatsächlich die Seiten zu wechseln und in das Recruiting einzusteigen. Also Sie sehen, Herr Greiner, seit 2003 bin ich dabei, das Ganze recht erfolgreich, wie ich meine, und habe mich vor einigen Jahren dazu entschlossen, das Ganze mit einem Coaching zu verknüpfen, denn Sie können sich vorstellen, wenn man im Recruiting von Fach- und Führungskräften dabei ist, wird zwangsläufig das Thema Coaching mit dazukommen, denn Sie möchten ja nicht nur den passenden Kandidaten haben, sondern Sie möchten ganz viel über den Kandidaten erfahren, ja, über seine Persönlichkeiten, was treibt ihn an, wo sind seine Kompetenzen. Und von daher habe ich vor einiger Zeit die Köhnen & Friends gegründet. Der lange Name ist Köhnen & Friends Gesellschaft für High Performance MBH, aber kurz abgekürzt Köhnen & Friends. Wir kümmern uns tatsächlich in erster Linie um die Persönlichkeit des Menschen. Fantastisch. Und ja, ich denke, ich kann mir schon fast vorstellen, dass Ihr Arbeitsalltag nicht jeden Tag gleich sein wird. Nehmen Sie uns aber trotzdem mal mit in einen ganz normalen Arbeitstag oder in einen Tag von Herrn Dr. Köhnen. Ja, Herr Greiner, Sie haben recht. Er ist tatsächlich, es gibt keinen typischen Tag. Ja. Denn wenn wir davon ausgehen, dass meine Kollegen und ich Coachings durchführen in Unternehmen, dann sitzen wir vor Ort. Wenn wir davon ausgehen, dass ich Kunden habe, Geschäftsführer, Vertriebsvorstände oder dergleichen, die ich tatsächlich face-to-face coache und betreue, sitze ich dort auch vor Ort. Aber im Zeitalter von digitalen Medien ist es natürlich auch so, dass ich mich mal über einen Homeoffice-Tag freue. Also diese sogenannten Anschluss-Coachings mal über 1,5 Stunden, 2 Stunden laufen lasse. Ja. Aber auch daran sieht man, er ist nicht normal, der Tag. Denn es kommen Anfragen rein, wir entwickeln die Tools weiter. Wir haben, da kommen wir vielleicht nachher drauf, noch ein großes Projekt vor der Brust. Da ist tatsächlich der administrative Kram, wie ich immer sage, dabei. Hm. Den schätze ich nicht unbedingt, aber auch der muss erledigt werden. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, da kommt man nicht raus aus der Nummer. Ja, das stimmt. Nein, man kann nicht alles delegieren. Manche Dinge muss man dann leider noch selber machen. Ja. Man kann nicht alle Dinge delegieren. Ich bin ein Mensch, der tatsächlich mal sagt, delegieren ist gut, Kontrolle ist besser. Das ist aber so in meinem Naturell verankert. Das ist dann meine intrinsische Motivation. Ich führe meine Mitarbeiter gerne. Das ist alles prima. Sie haben einen gewissen Freiraum. Ja. Auch alles gut. Aber wenn ich Unterlagen zu Kunden rausgebe, muss ich mich meine eigenen Unterlagen darauf verlassen können, dass sie wirklich picobello sind. Ja, das ist das Thema, der eigene Anspruch. Ja, definitiv. So, dann nehmen Sie uns auch da auch bitte mit, was zeichnet die Köhnen & Friends aus? Was zeichnet die Köhnen & Friends aus, ist eine gute Frage. Also wir haben sicherlich den hohen Anspruch, Qualität zu liefern. Das sagen die anderen sicherlich auch von sich. Nur wir nutzen ein Tool, was gar nicht so bekannt ist. Das ist der Personality Profiler.
ist basierend auf einem Tool, was sich von der wissenschaftlichen Seite und der psychologischen Seite einen hohen Respekt geschaffen hat über die letzten Jahre, das sogenannte Big Five-Modell. Mhm. Und uns zeichnet aus, dass wir in einer Kombination an Kunden rangehen und darauf achten, was ist deren Persönlichkeit und was können sie tatsächlich mit dieser Persönlichkeit machen? Ah, sehr interessant. Wir haben Startup-Unternehmen. Wir haben Unternehmen, die so alt und lang auf dem Markt sind, dass sie sich aber neu erfinden müssen. Wir haben diesen Begriff der Disruption in aller Munde. Ja. Fragen Sie den Studenten, was Disruption ist. Fragen Sie aber den Vorstandsvorsitzenden eines Mittelständlers, was Disruption ist. Sie werden zwei verschiedene Antworten bekommen. Und wir gehen darauf ein, wie können wir ein Geschäftsmodell aufgrund dieses Menschen so ausrichten, dass der Erfolg wieder maximal wird, also in Richtung High Performance, so wie es auch in unserem Namen verbunden ist. Nichtsdestotrotz, wie definieren Sie für sich und für Ihr Unternehmen den Begriff Coaching? Da müssten wir mal in den Begriff Persönlichkeit erst einsteigen. Das ist sicherlich ganz wichtig. Sehr gerne. Gut, jeder Mensch hat eine Persönlichkeit und es gibt so eine relativ simple Definition, was ist überhaupt Persönlichkeit? Und die Persönlichkeit eines Menschen bildet sich aus dieser Gesamtheit derjenigen Merkmale, die sein Erleben, ganz wichtig, ja, fühlen und Verhalten maßgeblich prägen. Daraus abgeleitet müssen wir natürlich sehen, welche Persönlichkeitsmerkmale hat denn dieser Mensch? Welche intrinsische Motivation zeichnet ihn aus und bringt ihn nach vorne, damit er das tut, was er tut und warum tut er das? Genau, seine Motivatoren beziehungsweise sein großes Warum. Ja. Sein großes Warum. Herr Greiner, absolut richtig, sein großes Warum. Dazu kommen noch die Kompetenzen. Mhm. Und das verstehen wir unter Coaching. Wenn ich genau weiß, wie der Mensch tickt, warum er so tickt, kann ich ihm zumindest die Denkanstöße geben, zu sagen, bist du auf dem richtigen Posten? Wie kannst du dein Geschäft verbessern? Bist du vielleicht sogar als Student in der Lage, ein Start-up zu machen? Also es ist sehr, sehr facettenreich. Mir drängt sich gerade eine Frage auf in dem Zusammenhang. Verstehen Sie den Menschen vor ihm selbst eher quasi? Also ich meine halt ganz, um das vielleicht nochmal deutlicher zu sagen, Sie sprechen ja dann halt, was treibt ihn an? Merken Sie oder sehen Sie diese Motivatoren in einem eher oder der entsprechende Coachee? Gute Frage. Also wir sehen es tatsächlich eher als der Mensch. Ja. Der Mensch vermutet es vielleicht, dass er solche intrinsischen Motivatoren hat. Wir beweisen ihm es aber, dass er so tickt. Sehr gut. Sie können sich Folgendes vorstellen. Das ist ein ganz gutes Beispiel, glaube ich. Ist man entweder gewissenhaftig oder flexibel? Das wären so zum Beispiel zwei Charaktereigenschaften. Daraus resultierend habe ich aber vielleicht eine komplett andere intrinsische Motivation. Denn wie gesagt, Gewissenhaftigkeit ist eine Charaktereigenschaft. Ja. Die intrinsische Motivation könnte aber sein Führung. Wie kriege ich Charaktereigenschaft und intrinsische Motivation verbunden, um eine gewisse Aufgabe high-performant zu erfüllen. Und genau das ist unser Ansatz. Wir gehen ganz tief rein in die Persönlichkeit, analysieren erst einmal die Persönlichkeit mit dem Personality Profiler, schauen uns deren Kompetenzen und deren intrinsische Motivation ab und entwickeln daraus, versuchen wir zumindest, ob es nun immer gibt, sei tatsächlich mal dahingestellt. Wir haben auch coaching-resistente Menschen in Deutschland. Aber daraus versuchen wir ein Geschäftsmodell, dieses sogenannte Business Model U, hinzubekommen, dass dieser Coach, die Dame oder der Herr genau wissen, warum treibt mich was an und jetzt kommt es ganz wichtig, kann ich es überhaupt schaffen? Kann ich es schaffen? Ja, ich wollte noch ein Statement dazu sagen. Früher hieß es immer, wir suchen die High Potentials. Für High Potentials hat ihnen keiner Geld. High Performer ist das Stichwort. Ja, also wir haben den Fachkräftemangel, das ist sicherlich das eine. Was nützt mir ein High Potential, wenn ich nicht weiß, was bringt der auf die Straße? Absolut. Und dafür muss ich High Performance haben. Jetzt, Sie sprachen ja das Thema Motivatoren an. Wie ist denn auch der Grund, Sie anzusprechen? Weil man einen Mangel in sich selbst findet, weil man vielleicht gewisse Ansprüche vermeintlich nicht gerecht wird? Oder wer kommt zu Ihnen und ja, Schräger, warum? Sofern er das überhaupt weiß. Ja, Herr Greiner, er weiß es oftmals. Also wir haben verschiedene Kunden. Wir haben zum Beispiel
junge Menschen, die ein Startup-Unternehmen gründen möchten. Und wir sind jetzt so lange auf dem Markt. Ich bin in Xing, LinkedIn, in den ganzen Portalen. Also ich habe relativ viel Mundpropaganda, so dass man sagt, Mensch, Herr König, ich habe was vor. Wie tick ich denn? Also wie ist meine Charaktereigenschaft? Und vor allen Dingen, in welcher Ausprägung ist sie? Also ich kann extrovertiert sein, aber was nützt es mir, wenn es vielleicht nur moderat ausgeprägt ist? Ich suche aber ein Startup, in dem ich raus muss, in dem ich Vertrieb bis zum Anschlag machen muss. Also statt moderat vielleicht schon eine maximale Ausprägung. Das ist der eine Kunde. Der andere Kunde ist der Geschäftsführer eines kleinen mittelständischen Unternehmens, der mich anruft und sagt, Kurt, ich weiß nicht, ich fühle mich schlapp. Mein Akku ist nicht mehr aufgeladen. Ich merke, dass es privat auch nicht mehr rund läuft. Ich merke, dass meine Geschäftspartner nicht das machen, was ich mache. Was läuft falsch? Und es geht immer wieder auf das Modell zurück. Was für einen Charakter hast du? Was motiviert dich? Und wo sind deine Kompetenzen? Und leider, Herr Greiner, ist es so, viele Menschen sind sich darüber nicht im Klaren und möchten viel mehr über sich wissen. Und das ist sicherlich auch der eine Ansatz. Der andere Ansatz ist, und da wird es dann genauso spannend, sind die Unternehmen, die uns anrufen und sagen, wir hätten gern Teamentwicklung betrieben. Und dann stehen sie da und sagen, wow, Entwicklung, das hört sich wieder nach der Gießkanne an, machen wir nicht. Wir gucken uns auch da jeden Einzelnen im Team an und schauen uns dann an, wie ist das Team aufgestellt? Bringt dieses Vertriebsteam, das Marketing, das Buchhaltungsteam manchmal auch eine gewisse Performance auf die Straße und hilft es diesem Unternehmen weiter zu wachsen? Also tatsächlich Persönlichkeitsentwicklung, Teamentwicklung, okay, eigene Persönlichkeit zu erkennen und zu sagen, will ich das, was ich mache, schaffe ich das von meiner Persönlichkeit her? Ich hoffe, Sie bestätigen das. Es gibt ja ganz viele Menschen, die, wie Sie gerade gesagt haben, die möchten viel über sich erfahren, vielleicht auch einiges über andere Menschen. Jetzt ist es aber auch das, was Sie auch, glaube ich, gerade erwähnt haben, das Thema PS auf die Straße zu bringen. Das heißt, das, was ich jetzt bei Ihnen lerne, das, was Sie mir vielleicht mitteilen, vielleicht hat das Handwerkzeug mit auf den Weg zu geben. Wie ist denn so Ihre Einschätzung, das Umsetzen, das Tun? Ja, es gibt ja dieses Zitat, es passiert nichts Gutes, außer man tut es. Das heißt also die Transferleistung, ne, von einem guten Coaching, ja, hin zum, ja, ich setze es auch um. Ja, es ist ein guter Punkt. Also es gibt Tools, wir nennen das Routinen verändern, das ist das eine, das werden Sie selbst wissen. Es gibt Routinen, die lassen sich innerhalb von 2-3 Monaten ändern. Es gibt aber Routinen, da brauchen Sie fast ein Jahr dazu. Das hat mit Ihren Glaubenssätzen zu tun, wie Sie was denken, wie Sie was fühlen und wie Sie immer wieder meinen, in das gleiche Loch reinzufallen. Wir können ja nicht dem Menschen sagen, wie er es zu tun hat, sondern ein guter Coach, so wie wir es auch selbst uns empfinden, gibt Denkanstöße und sagt, naja, geh mal in die Selbstreflexion rein. Was könnte es sein, was dich weiterbringt? Was bringt dir den Erfolg? Schau doch mal in deine Persönlichkeit. Ist das, was du tust, nicht vielleicht sinnfremd zu dem, was du gerade tust? Such dir mal vielleicht eine andere Aufgabe. Das kann nicht jeder sich erlauben, eine andere Aufgabe zu suchen. Aber was man machen kann, man kann kommunizieren. Also auch dem Chef sagen, lieber Geschäftsführer, ich als Vertriebsleiter meine dort Entwicklungspotenzial zu haben. Was kann ich tun? Und da kommen wir wieder ins Coaching mit rein. Was kann man machen? Man kann seinen Arbeitsstil verändern. Man kann seine Kommunikation verändern. Ja. Und man kann auch sein Führungsverhalten verändern. Aber ganz wichtig, wie wirke ich auf andere? Was ist eine Fremdwahrnehmung? Was ist meine Selbstwahrnehmung? Wenn man da schon an dem ein oder anderen Schräubchen dreht, garantiere ich jedem unserer Kunden, es gibt Veränderungen. Ja, und es gibt Veränderungen vielleicht nicht nach einem Monat, aber wir begleiten die meisten Coachings so um die 6 Monate herum. Und auch da geben wir die Garantie, nach 6 Monaten passiert tatsächlich was. Die Menschen verändern sich von innen heraus. Die Menschen verändern sich auf ein Ziel gerichtet hin. Ja, also ich bin ja nicht als Coaching völlig weltfremd und dass ich sage, die Welt ist bunt und alles ist schön, sondern der Anspruch ist ja eines Menschen nicht nur zu sagen, ich verstehe meine Persönlichkeit, sondern ich muss damit was erwirken. Mehr Umsatz, mehr Marge, mehr Stressfreiheit, mehr High-Performance, ja, mehr, vielleicht so ein bescholtenes Wort, mehr glücklich sein. Wie definiere ich Glück? Aber das steht alles in der Persönlichkeit halt drin. Herr Dr. Köhn, ich möchte jetzt nicht die Zitate-Schublade aufmachen. Nichtsdestotrotz drängt sich mir eine Frage auf, beziehungsweise ich würde mich total interessieren, wie Ihre Einschätzung dazu steht. Galileo Galilei sagte mal, man kann einem Menschen nichts lehren, man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu finden. Wie stehen Sie dazu?
Perfekt. Also nicht, dass ich das Zitat auch immer wieder gerne benutze, aber zeichnet das Coaching aus. Also es ist genau das, was Sie sagen. Ich kann ja nicht dem Menschen in den Popo treten. Ich bin auch nicht derjenige oder auch unsere Mitarbeiter sind nicht diejenigen, die die Leute über den Berg tragen und sagen, hurra, jetzt hast du es geschafft. Sondern es muss von einem innen herauskommen. Ich muss selbst meine Routine verändern. Ich muss selbst meinen, sagen wir mal, Gedankengang ändern. Und das kann ich nicht aus der Persönlichkeit heraus nur, sondern ich muss, wie bediene ich meine intrinsischen Motivatoren dahingegen, dass es mir gut geht. Denn auch das muss man ja ganz klar sagen, Coaching zu betreiben, das manipulativ ist, wäre ja sehr ketzerisch. Also wenn sich ein Mensch nicht ändern lassen möchte, dann tut er es eh nicht. Es muss immer aus einem herauskommen. Und, das finde ich, also das Zitat finde ich immer wieder genial und es passt. Möchten Sie vielleicht noch ein bisschen tiefer in das Thema Personality Profiler für unsere Zuhörer eintauchen? Oder wir können halt gerne auch mal zur nächsten Frage switchen. Aber also ich persönlich würde mich da gerne noch ein bisschen weiter informieren. Ja. Sie sprachen ja, dass das ja so ein Stück weit auf das Big Five-Modell aufbaut. Ja, wenn Sie Zeit haben, dann würde ich gerne noch weiteres zu hören. Gerne. Also vielleicht ganz kurz, was ist überhaupt der Personality Profiler? Stellt man sich jetzt so diffus vor? Nein, es ist nichts Diffuses. Es wurden von mehreren Universitätsprofessoren entwickelt. Es sind Online-Fragebögen. Daraus wird der Ergebnisreport praktiziert und auch entwickelt. Es ist eine komplett ganzheitliche Darstellung, ganz, ganz wichtig. Also nicht wie diese veralterten Modelle wie du bist ein blauer, du bist ein roter Typ oder diese DISC-Modelle, die einfach veraltert sind. Oder jetzt will ich da nicht ketzerisch wirken, aber nehmen Sie sich die Reizprofile. Da hat ein Mensch gesagt, das ist es. Es ist weder wissenschaftlich noch psychologisch fundiert. Ja gut, also es ist praxistauglich, unser Tool. Also ich habe die ich jetzt gesprochen habe von den Herrschaften, haben alle gesagt, jugendliche Sprache, wie geil ist das denn? Und ich glaube, das trifft den Kern. Und es ist einfach sehr, es hat eine sehr hohe Akzeptanz. Gehen wir mal auf dieses Big Five-Modell aus. Es gibt so, ich glaube, die Kaffeesorten sagen das ist Goldstandard. Ja, also der Kaffee Deluxe, ich sage immer, das ist der Goldstandard der modernen Persönlichkeitspsychologie. Was ganz klar und wichtig ist, ist empirisch klar bewiesen Überlegenheit gegenüber diesen, ja, wir sagen typologischen Verfahren, also diese Insights, diese Discs, diese anderen Verfahren. Und auch ganz wichtig, wir haben es auch wissenschaftlich fundieren können, statt dieser, es klingt jetzt leicht ein bisschen ketzerisch, aber dieser pseudopsychologischen Ansätze. Das Big Five-Modell hat fünf Paare. Mhm. Interessanterweise gibt es im asiatischen Raum, das nennt sich nicht Big Five, sondern Big Six-Modell, weil es ja dort diesen sogenannten Gesichts- und Werteverlust gibt. Den haben wir hier nicht im europäischen Raum, deshalb ist es bei uns das Big Five-Modell. Es sagt aus, Persönlichkeit im Sinne der Dispositionstheorie völlig ganzheitlich verstanden. Wie verhalte ich mich? Was treibt mich an? Und was kann ich besonders gut? Und wenn ich etwas nicht besonders gut kann, welchen hohen Aufwand müsste ich betreiben, um das gut zu können? Was ja auch für ganz viele Menschen wichtig ist. Ja, wenn ich dann Kunden habe, die sagen, naja, aber das kann ich gut. Und dann kommt der Köhn und sagt, naja, aber das, die Charaktereigenschaften, die Motivationsstruktur und ihr Kompetenzprofil sagen was anderes. Ja. Das können sie, aber sie müssen viel mehr Aufwand, viel mehr Energie, viel mehr von ihrem Lebensakku einsetzen, um dieses Ziel zu erreichen. Mhm. Und dann stelle ich immer die Frage, was wollen Sie? Warum wollen Sie das? Und ich kann Ihnen sagen, Herr Greiner, nach 15 Mal warum, wird der Kunde und der Coachee tatsächlich darüber nachdenken und zu sagen, verdammt, ja, warum? Ja. Bin ich von außen gesteuert? Ist es die Firma? Sagt meine Frau, du musst das machen. Es gibt so viele Facetten. Ja, da kann ich Ihnen, glaube ich, 3 Stunden was dazu erzählen. Interessant. Dankeschön, dass Sie sich dafür nochmal die Zeit genommen haben. Jetzt ist es ja, ich erwähnte ja gerade, das ist auch der Begriff Transferleistung und der Purse One Podcast, da geht es natürlich um Personalmanagement, Recruiting, Fachführungskräfte, Entwicklung, aber natürlich halt auch das entsprechende Recruiting. Wie ist denn jetzt gegebenenfalls Ihre Einschätzung zum aktuellen Arbeitsmarkt und vielleicht auch mit einer kleinen Aussicht? Wie schätzen Sie den Arbeitsmarkt grundsätzlich ein? Ja, die Antwort ist sicherlich nicht leicht. Wobei, lassen Sie mich kurz da nochmal einschränken oder beziehungsweise ausführen, der Personality Profiler, den setzen wir ja auch fürs Recruiting ein.
Also das ist natürlich klar, dass man dann sagt, wie ist das Soll-Profil, wie ist das Ist-Profil, ja. Und wir nennen es Candidate-Fit, ja, also wie ist die Gesamtpassung des Kandidaten aufs Profil. Und da ist es tatsächlich teilweise erschreckend, wie Unternehmen Anzeigen schalten, und sie merken plötzlich, dass sich der berühmte Hinz und der berühmte Kunz sich darauf bewerben, weil sie die nicht so formuliert haben, die Anzeigen, dass sich nur Menschen darauf bewerben, die so ticken, wie die Anzeige formuliert ist. Ja, ja. Also auch dieser Soll- und dieser Ist-Abgleich. Wie ich den Arbeitsmarkt sehe, also für uns läuft's gut, liegt einfach daran, weil wir sehr lange auf dem Markt sind. Wir sind ein kleines, feines Unternehmen. Aber ich glaube, die große Schwierigkeit, die die Mittelständler haben, ist, und ich rede jetzt nur über die Mittelständler, weil ich nicht in den Großkonzernen vertreten bin, aber die Mittelständler werden die Aufgabe haben, junge Leute zu finden, die nicht unbedingt nur auf Work-Life-Balance gucken. Das ist dieses bescholtene Wort. Wenn mir mein Job Spaß macht, habe ich beides. Ich habe Work und ich habe auch meine Life-Balance. Leider ist dem nicht immer so. Das liegt einfach daran, dass der Arbeitsmarkt sich gewandelt hat. Die Kandidaten können sich die Firmen aussuchen und gehen oftmals dann den Weg zu sagen, ach, das wird schon passen, und man fällt leider doch wieder ins Loch als Kandidat. Also es ist sicherlich nicht sehr einfach. Wir merken das in einem ganz, ganz speziellen Bereich, das ist der Pflegebereich. Da werden wir noch alle dran zu knacken haben. Ja, okay, ja gut, der Pflegebereich ist ein ganz spannender Bereich. Vielleicht öffnen Sie da auch nochmal vielleicht die Tür zu Ihrem Unternehmen und vielleicht können Sie uns ja auch so mal mitnehmen, welche Projekte stehen Ihr Unternehmen gerade an, beziehungsweise sind geplant? Das ist genau das spannende Projekt in der Pflege. Wir haben gemerkt und wir haben nun einige große Unternehmen dazu gewinnen zu können, über uns Pflegekräfte zu rekrutieren, also bis oben zur Geschäftsführung. Die Geschäftsführung hat erkannt, dass man Menschen braucht, die auch ein gewisses Charakterprofil und eine gewisse intrinsische Motivation haben. Ja. Sie können heute nicht mehr Dienst nach Vorschrift machen. Sie müssen sich mit den pflegebedürftigen Menschen nicht nur auseinandersetzen und von rechts nach links drehen, sondern sie müssen tatsächlich auch so ticken, dass sie, sagen wir mal, eine Art Seelenverwandtschaft aufbauen. Das hört sich jetzt sehr hochtrabend an, aber ich glaube, Pflege hat dermaßen viel mit dem Wort Mensch zu tun, ja, dass man bei den einen oder anderen auf das Wort Menschlichkeit vielleicht nicht mehr bauen kann. Wir haben uns jetzt zum Ziel gesetzt, wenn wir beauftragt werden, grundsätzlich über den Personality Profiler zu gehen und zu schauen, passt denn die Heimleitung auch zu dem Heim oder auch zu der Pflegeeinrichtung, passt der Geschäftsführer auch dazu, passt die Pflegekraft dazu. Das können Sie nicht bei jeder bewerkstelligen, aber das ist ein großes Projekt, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Wir haben einen großen Partner dort gefunden, den Namen darf ich jetzt leider nicht nennen, der mit uns das Projekt gemeinsam aufzieht. Also da werden wir, sagen wir mal, ein Stück Verbesserung in Deutschland versuchen hinzubekommen. Das werde ich Ihnen und allen Marktteilnehmern sehr wünschen. Ja, wenn ein geneigter Kunde, ein Coachee, potenzieller oder jemand sich im Bereich der Pflege auseinandersetzen möchte, da speziell einmal das Recruiting als auch natürlich die Analyse, die Sie ja gerade ein Stück weit erwähnt haben, wenn man mit Ihnen dem Unternehmen Köhn & Friends in Kontakt treten möchte, wie kann man das tun? Ja, also da wir da Gott sei Dank in den allen sozialen Medien mittlerweile vertreten sind, also über Facebook, Xing, LinkedIn, Instagram, was man mittlerweile auch als Unternehmen repräsentieren muss dort, gibt es den sogenannten Kontaktbutton. Ansonsten ist es relativ simpel. Ich sage das auch jedem meiner Kunden. Leute, greift doch zum Telefon, ja. Ich bin ja jetzt, ich sage immer, hier kocht der Chef noch selbst. ruft mich an. Also die Telefonnummer können Sie gerne weitergeben. Es trauen sich manchmal Menschen nicht, zum Hörer zu greifen. Es werden E-Mails geschrieben ohne Ende. Sobald ich zwei Replies habe, greife ich zum Beispiel immer zum Hörer. Und ich sage auch meinen Leuten, meinen Kunden, greift zum Hörer, ruft mich an. Wenn ihr ein Problem habt, meldet euch. Wenn es euch gut geht, meldet euch. Wenn ihr eine Frage habt, meldet euch. Wir haben natürlich auch einen Online-Kalender, also diese typischen Online-Kalender. Darüber sind wir auch erreichbar. Wir bieten Strategiegespräche an. Wir bieten mal so einen 15 bis 20 Minuten Call an, dass man einfach sagt, hey, passen wir zusammen? Ja, das ist für uns einfach ganz wichtig. Ich möchte nicht mit einem Menschen zusammenarbeiten, mit dem ich nicht auf der Wellenlänge bin, dass ich sage, hey,
du willst dich verändern, ich gebe dir vielleicht gewisse Tools an die Hand. Der Willen muss aus dir, laut dem Zitat ja, wie Sie es ja gerade erwähnten, auch rauskommen. Und wenn ich da merke, nee, Sie sagen mir, wo es lang geht, dann weiß ich schon, das bringt mir nichts. Herr Dr. Köhn, wir werden Ihre Website in den Shownotes mit verlinken. Wir freuen uns auf jeden Fall, weiter mit Ihnen auch in Kontakt stehen zu dürfen. Es war mir eine Ehre, mit Ihnen jetzt fast 30 Minuten auch über Ihr Thema sprechen zu dürfen. Es war super interessant. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit und ja, ich hoffe, bis bald. Herr Greiner, herzlichen Dank. Ich sage danke. Mich hat es auch gefreut und auf bald. Herzlichen Dank nochmal. Wenn Sie weitere Informationen rund um das Thema Personalwesen erhalten möchten, dann abonnieren Sie einfach unseren Kanal oder besuchen Sie unsere Homepage auf www.pers-one.de. Abschließend möchte ich Sie darauf hinweisen, dass wir Sie unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen informieren wollen. Wir haften nicht für Irrtümer, fehlende Aktualität oder für Quellen von Dritten. Der Einfachheit halber wird im gesamten Podcast die männliche Form gewählt. Der Pers One Podcast wird unterstützt von Pers One Solutions. Bis demnächst. Ihr Patrick Greiner.